Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Feature-Match auf diesem Kanal. Mein Name ist Philipp, aka Return Winner. Und heute habe ich die erste Runde der 6. Ausgabe der Goat Locals in Rekeln für euch. Ich muss vorher erwähnen, dass diese Local eine Woche vor dem Goat Grand Prix in Osnabrück stattgefunden hat. Nur, aus Zeitgründen habe ich es nicht geschafft, die ganzen Feature-Matches vor Osnabrück fertig zu machen. Daher wollte ich erstmal die Osnabrück-Coverage bringen und dann auch das Turnier. Dementsprechend spiele ich hier Chaos Relinquished, ausnahmsweise mal das gleiche Deck wie beim Turnier davor, denn ich wollte es für Osnabrück testen. Und ich spiele hier gegen den guten Tizian, der auch viel in Osnabrück spielt und bei der Local, bei dem Goat Grand Prix auch dabei war, in dem ich auch in Osnabrück schon mal gespielt habe, aber noch nie in Reken. Ich gewinne den Würfelwurf. Darf starten und beschwöre direkt mal einen Senju. Ja, ich spiele nicht nur Manju, sondern auch einen Senju. Der bringt mir meine Relinquished auf die Hand. Ich setze eine Facedown und gebe ab. Und Tizian wirft hier einen Thunder Dragon in den Friedhof und offenbart uns damit, dass er sehr wahrscheinlich Chaos Turbo spielt. Und ich kann euch verraten, ja, er spielt tatsächlich Chaos Turbo. Also habe ich hier schon mal ein sehr, sehr gutes Test-Matchup. Und vor allen Dingen auch das Matchup, was ich mit dem Deck auf jeden Fall haben will. Denn Chaos Relinquished meiner Meinung nach ein etwas bessere Chaos Turbo Vision, vor allem im direkten Vergleich. Ob sich dieses bewahrheitet, werden wir dann ja sehen. Ich habe hier ein paar Sachen ausprobiert im Main Deck, die ich eben für Osnabrück testen wollte und die mir auf jeden Fall im Turnier auch ein paar gute Schüsse gebracht haben. Aber das werden wir im Laufe der Matches dann auf jeden Fall noch sehen. Tizian hat nur ein Set Monster und noch eine Backrow. Und gibt dann wieder an mich ab. Schon mal gut, keine Power Spell zu sehen. Gut, ich hatte auch keine, von daher fair ist fair. Schauen wir mal, wie ich jetzt mit dem Set-Monster von Tizian hier umgehen kann. Das zweite Mal, dass Tizian in Reken dabei war, beim ersten Mal ist er 3-1 gelaufen. Also durchaus schon mit guten Ergebnissen oder mit einem guten Ergebnis in dieser Loka. Und ich habe den Nobleman für den Spy von Tizian. Der nimmt zwei Exemplare von ihm und wir sehen schon keine bei mir. Bei der letzten Goldlock in Regen habe ich ja noch Spice gemaint, aber in dieser Version nicht. Ihr seht, ich probiere also ein paar andere Dinge aus und das ist eine Version ohne Flips. Und in Osnabrück habe ich dann ja auch tatsächlich eine Version ohne Flips gespielt. Tizian ist ja ganz Standard Chaos Turbo, heutzutage auf 3 Spice und ich bin sehr froh, die alle wegzubekommen. Denn die sind nicht unbedingt einfach zu outen, wenn man selber Chaos Relinquished spielt. Jetzt ist die Bahn aber frei für meinen Senju. Der greift für 1-4 direkt ran. Und Tizian droppt auf 6600 Lebenspunkte. Der Senju ist im Grunde ein vierter Manju. Ist ein klein wenig schlechter, denn er kann den Ritualspell nicht holen. Aber ja, 3 Manju, 1 Senju ist ein super Ratio für den Bild, den ich hier spiele. Ich habe jetzt meinen eigenen Thunder Dragon gezogen. Befördere diesen auch in den Friedhof und hole mir 2 weitere auf die Hand. Das heißt, wir haben jetzt beide Lights im Friedhof, aber noch keinen Dark. Wobei ich ja auf jeden Fall einen Dark in der Hand habe und ich gebe jetzt hier an Tizian ab, der jetzt versuchen muss, irgendwie ja wieder eine Feldpräsenz aufzubauen. Ich meine, ja, so bedrohlich bin ich gerade nicht, aber diese 1-4, die so ein Senju oder Manju macht, die können sich schon läppern. Also so viel möchte man die auch nicht reinbekommen. Tizian setzt jetzt hier eine Backrow, gibt an mich ab und bevor ich jetzt hier in die Standby-Phase gehen kann, kommt der neu gesetzte, wo ist er denn? Da ist er, Trap Dust Shoot bei Tizian. Aber ich lasse den noch nicht so einfach resolven, denn ich habe hier noch eine Antwort. Ich chaine Regeki Break, werfe meine Serpent ab, um Tizians Verdeckte zu zerstören. Denn ich möchte hier Serpent nicht mit durch Dust Shoot verlieren. Und die Verdeckte ist ein eigenes Break von Tizian. Der wirft den Thunder Dragon ab, um meinen Senju zu zerstören. Trotzdem ein guter Trade für mich. Denn Tizian wirft halt, verbraucht er 2 Karten. Klar, einer davon war nur ein Thunder Dragon, aber trotzdem ist das eine Ressource. Und er verliert ja seinen Break. Und ja, mein Senju hat ja schon plus gemacht. Den Trade gehe ich gerne ein. Aber wir sehen jetzt hier meine Hand und die ist komplett tot. Doppel Donnerdrache, doppel Relinquished. Schwerter und Heavy Storm. Jetzt seht ihr auch, warum ich meine Serpent abgeworfen habe. Ich möchte sie auf gar keinen Fall ins Deck geschaffelt bekommen. Ja, weil den Restant brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Und Tizian steht jetzt vor der schwierigen Entscheidung, was schaffelt er back. Und er nimmt jetzt hier den Relinquished. Dadurch habe ich jetzt wieder ein Ziel für einen Manju. Aber Thunder Dragon zurückmischen hätte auch nicht viel gebracht. Hätte ich einfach den anderen discarded und ihn direkt wieder rausgeholt. Von daher, ja, war so ein bisschen nicht so wirklich die beste Wahl für Tizian. Aber meine Hand ist eben auch relativ nutzlos. Da wir immer noch in der Standby-Phase sind, kann ich die Serpent zurück auf die Hand adden und beschwöre sie hier auch und greife damit an. Das war jetzt gar nicht mal unbedingt, weil ich den Schaden wollte, sondern ich wollte die Serpent gerne aufs Feld bringen, um sie vielleicht nächste Runde für Thunder Dragon zu opfern, ein bisschen Präsenz aufzubewahren. Ich wollte sie auf gar keinen Fall setzen, denn ich maine keine Flips in dem Bild.
Das heißt, Noblemans und Tizian sind tot und wir sagen Serpent hier setzen, würde eben einen Nobleman live machen. Und ich will auf gar keinen Fall, dass hier Serpent gebanished wird. Aber Tizian denkt sich, ich mache es trotzdem. Noch mit Tsukuyomi deckt die Serpents zu, Nobleman kommt und verbannt sie dann, trotz meines Bemühens, dass sie das nicht wird. Tsukuyomi haut noch für 1-1 direkt rein und verschwindet dann in der Endphase wieder auf die Hand von Tizian. Ich habe nur eine Backrow und gebe damit ab. Popft der Gear bei Tizian. Jetzt kommt er langsam in eine ziemlich gute Position. Denn wir haben ja schon gesehen, meine Hand ist ziemlich, ziemlich tot. Nicht wirklich was, mit dem ich was machen kann. Die Schwerter können mich vielleicht ein bisschen beschützen. Aber wenn Tizian jetzt hier in seine Power Spells kommt und der Pot war ja schon da, dann kann das nach und nach schon ziemlich übel werden. Tizian überlegt jetzt hier, welches Monster er setzen möchte. Überlegt jetzt, ob er hier in den zweiten Knock committet oder nicht. Er hat nämlich einen Magician auf der Hand. Wir sehen hier, und der Magician geht auch face down. Und wir wissen ja, Pot ist im Grave. Das heißt, jetzt muss von mir ein Out gegen den Magician kommen. Sonst kann Tizian nochmal den Pot aktivieren. Und, sehen wir gleich, habe ich ein Out dagegen gezogen? Ja, ich habe die Ritualspell gezogen. Damit habe ich alle meine Relinquish-Karten wirklich gezogen. Beziehungsweise doch einen Relinquish habe ich rausgezogen. Aber ich habe die Spell halt auch gezogen. Ich hätte natürlich lieber einen Manju gezogen, um die aus dem Deck zu holen. Aber trotzdem war die hier sehr, sehr wichtig. Denn so kann ich einen Thunderdragon aus der Hand abwerfen und mit Relinquish den Magician einsaugen. Dadurch verhindere ich den Flip bei Tizian. So, er hat natürlich immer noch Tsukuyomi auf der Hand, das weiß ich. Das heißt, jetzt kann meine Relinquish geopfert werden. Ich hätte theoretisch einen Thunderdragon drüber beschwören können. Hätte ich vielleicht machen sollen, denn ich weiß, dass Tsukuyomi da ist. Aber ja, ich habe es nicht getan. Wahrscheinlich ein kleiner Misplay. Ich weiß nicht, ob der Thunderdragon in der Hand jetzt so super wertvoll ist. Und wir sehen die Tsukuyomi und jetzt mache ich was ziemlich, ziemlich Dummes. Tsukuyomi verdeckt mein Monster und jetzt möchte ich hier Tizian seinen Magician wieder zurückgeben, gebe ihm aber meinen TT. Das war einfach nur total blöd, ich habe einfach die Karten vertauscht in dem Moment. Und dadurch denkt Tizian jetzt aber, dass ich den TT aktiviere, aber ich setze ihn da wieder face down und Tizian legt die Tsukuyomi in Grave. Ich dachte an dem Zeitpunkt, ja okay, ich habe halt ihm die falsche Karte gezeigt, setze den TT wieder face down, weil ich wollte ihn ja nicht aktivieren. Und Tizian rennt jetzt einfach mit Tsukuyomi über meinen Relinquish und gibt dann ab und dann kommt die Tsukuyomi ja wieder auf seine Hand. Aber Tizian dachte in dem Moment, dass ich TT hätte und dadurch wirft er sie in den Friedhof. Ihr seht jetzt hier aus der Perspektive nicht, aber wir hatten ein bisschen Sonnenschein und dadurch habe ich durch die Reflexion gar nicht gesehen, dass Tsukuyomi jetzt im Friedhof liegt. Wir fixen das später noch, aber ganz, ganz dumme Situation, die hundertprozentig mein Fehler war. Weiß ich auch nicht, wo mein Kopf da war, ihm da einfach den TT rüberzuschmeißen. Aber das erklärt so ein bisschen, was jetzt hier passiert. Denn ich banische jetzt Light und Dark, denn Tizian hat ja kein Light im Grave, kein Dark im Grave, denn die Tsukuyomi sollte da eigentlich gar nicht drin sein. Das heißt, ich kann hier den CS raushauen, ein bisschen Schaden drücken, Tizian fährt auf 4000 und setze ihn jetzt hier erst einmal unter Druck. Ich habe auch keinen weiteren Play und gebe ab. Ja, und jetzt ist der Play, wie gesagt, ich gehe davon aus, Tizian hat halt eben keinen Dark im Grave, daher ist mein Chaos Fall sogar sicher. Und Tizian hat jetzt hier aber ja eben doch Light Dark im Grave, zumindest denkt er, dass er es hat. Das hat mich richtig geärgert, vor allem, dass es dann auch gefilmt wurde. Aber hey, sowas kann in einem Real-Life-Turnier mal passieren. Und da haben wir einfach nicht klar genug kommuniziert. Aber wie gesagt, wird gleich alles gefixt. Und zwar jetzt. Denn jetzt möchte Tizian gerne Light Dark verbannen. Und ich denke mir sofort, Moment mal, welcher Dark hast du denn im Friedhof? Wo kommt die Tsukuyomi auf einmal her? Ja, genau, da seht ihr schon meinen wissbegierigen Finger. Und jetzt reden wir darüber. Und ich kläre Tizian darüber auf, dass das ein gewaltiges Missverständnis ist. Denn ich wollte den TT wirklich nicht aktivieren. Ich wollte ihm nur seine Morph rüberschmeißen. Habe dabei die falsche Karte gewählt. Und ja, entschuldige mich natürlich. Das war ein aufrichtiger Fehler von uns beiden. Und wir kriegen es jetzt hier auch so wieder aufgelöst. Tizian kriegt die Tsukuyomi auf die Hand. Ändert nicht viel am Game State. Ich zeige ihm jetzt hier auch gleich nochmal meinen TT verdeckt, um das eben zu confirmen, dass ich ihn da jetzt nicht angelogen habe. Da liegt der TT. Wir alle wissen Bescheid. Okay. Situation gefixt. Mein Gesicht ist nicht unbedingt bewahrt. Das war schon ganz schön peinlich. Aber gut, es sieht jetzt trotzdem ziemlich gut aus, denn ja, jetzt fehlt eben Tizian, wie gesagt, der Dark, den er jetzt nicht im Grave hat. Und ohne den kein CS. Und ohne CS keine Party gerade. Denn er hat keinen wirklich aktiven Play. Wir sehen, ja, ziemlich gute Karten in der Hand, die wir so ein bisschen da am Rand erspicken können. Aber das Dark im Grave, was fehlt, macht Tizian dann strich durch die Rechnung. Er setzt jetzt ein Monster und eine verdeckte Karte. Mehr kann er nicht machen. Gibt an mich ab. Und ich habe jetzt die interessante Entscheidung. Ich habe immer noch die Schwerter in der Hand, wie ihr sicherlich noch wisst. Und ich könnte das verdeckte Monster aufdecken, um es dann eben zu verbannen mit Chaos Sorcerer, falls es ein Dark ist. Dadurch würde der Flip natürlich durchkommen. Aber der Play lohnt sich dann doch genug, als dass ich ihn auch tatsächlich mache. Denn hier kommen die Schwerter.
decke jetzt hier die Deko von Tizian auf. Er kriegt den Draw durch Dekuichi, aber ich kann die Deko eben auch verbannen. Was sehr, sehr wichtig ist, denn ich weiß jetzt ja, dass mindestens der Chaos Sorcerer in Tizians Hand ist. Und daher möchte ich die Dark Skate aus dem Friedhof rein. Ich norm jetzt hier einen Breaker, um noch weiter Druck zu machen. Ich möchte die Face Down schießen. Tizian schenkt jetzt hier Ring auf den Chaos Sorcerer. Dadurch fällt er auf 1700 Lebenspunkte, während ich hier auf 4600 gehe. Und nach dem Breaker-Angriff fällt er auf 100. Tizian hat hier aber meiner Meinung nach ein Missplay gemacht. Denn er hätte den Ring eigentlich auf die Schwerter chainen müssen und zwar dann den CS targeten. Denn dann hätte ich seine Deko nicht verbannen können. Und dadurch hätte er dann safe einen Dark in den Friedhof bekommen und hätte nächste Runde einen Chaos beschwören können. So hat er jetzt immer noch keinen Dark im Friedhof und hat zwar eine super starke Hand, aber ja wirklich keine Möglichkeit, da was draus zu machen, weil eben das Finsternis Monster fehlt. Auch ein Grund, warum ich hier geschwertet habe, es hätte auch sehr gut mit Dekuichi sein können. Das hätte ich dann quasi gesehen. Aber ja, wie gesagt, da den Ring nicht an den CS zu stellen, ist nicht unbedingt ein intuitiver Play. Denkt man nicht sofort dran, aber das könnte hier gepunished werden. Tizian hat jetzt eins Monster und eine Backrow verdeckt und er ist nur noch auf 100 Lebenspunkte. Schwerter beschützen mich jetzt auf jeden Fall noch zwei Runden, aber das ist gar nicht so relevant. Relevant ist jetzt, kann ich ihn irgendwie auf Null bringen? Und ich habe jetzt hier was gezogen, was mir dabei helfen kann. Wir wissen auch, dass ich immer noch den Storm in der Hand habe. Weil hier zu stormen, das ist ein ganz großes Risiko. Ich gehe das jetzt hier ein. Regeki Break würde mich punishen, eins ist schon raus, die Backrow ist so oder so tot, denn mein Top-Deck war ein Nobleman. Der Intercept-Monster und der Breaker kann hier für Game angreifen und sichert mir Game 1. Der Storm war risikoreich, damit habe ich halt um eine Mirror Force rumgespielt oder um sowas wie Book. Denn wie gesagt, ein Break war schon raus, aber hätte ja Titan Break gechained, dann hätte das ganz, ganz übel ausgesehen. Denn ich glaube, ich hatte gar kein Monster mehr, was ich dann noch hätte normal können für den letzten Damage. Ja, ziemlich knappes Game 1, was ja ein bisschen doof gelaufen ist für Tizian, auch durch diese Misskommunikation. Aber ich konnte es mir sichern. Und ihr seht schon, ja, auch der kleine Druck, den der Sanjo am Anfang gemacht hat, der hat durchaus gemattert. Jetzt mattert aber eher, wie wir beide in das Game hier starten. Tizian hat wieder den Thunder Dragon auf der Starthand, den er natürlich hier gerne sieht. Und jetzt ist die Frage, sehen wir jetzt eine Power Spell? Im Turn 1 vom letzten Game war das ja nicht der Fall. Und nein, wieder nur ein Set Monster und der Pass an mich. Sehr, sehr passives Opening. Mal gucken, ob ich ein bisschen aktiver starten kann. Ich habe erstmal einen eigenen Thunder Dragon. Da sage ich nicht nein, ist nur fair. Wir beide starten schon mal direkt mit dem Light Engrave und mit dem Handkartenvorteil. Was natürlich jetzt auch für uns beide bedeutet, ziehen wir in sowas wie Grace. Dann könnte das jetzt ziemlich übel sein. Wir beide haben das gerade vor der für unsere Geeky Breaks. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf einem Even Playing Field. Und ich habe auch den Pot. Ich habe die Draw Spell im Gegensatz zu Tizian. Das ist natürlich ziemlich lucky. Und komme jetzt hier an einige neue Karten. Habe aber noch keinen New bis jetzt. Mal gucken, ob jetzt vielleicht einer das Feld betreten kann. Nein, ich habe einen Sangan. Und da könnte ein Spy liegen. Ich greife aber einfach mal an. Und das ist der Best Case. Es ist eine Night Assailant. Besser jetzt nicht laufen können. Der muss jetzt den Sangan schießen, denn das ist kein optionaler Effekt. Der ist mandatory. Das erlaubt es mir jetzt in den Manju zu gehen. Und der Sangan liegt im Grave. Das heißt, ich habe jetzt auch schon Light Dark im Grave. Gut, Tizian auch. Denn der Night Assailant war eben das Dark, was er gebraucht hat. Aber trotzdem wirklich keine schöne Position für ihn. Ich habe jetzt hier so viele Handkarten, dass ich tatsächlich, damit ich keine Handkarte für Hansas damit abwerfen muss, hier auch zwei Karten runtersetzen muss. Ich spiele natürlich in Storm rein, denn es ist kein Dust Troop dabei. Aber ich wollte hier nichts discarden. Ich hätte natürlich einen Thunder Ring discarden können, aber ich war hier so gierig. Ich habe gedacht, okay, wenn er Storm hat, hat er Storm. Ich setze mal beides runter, damit ich potenziell alle meine Karten behalten kann. Tizian hat ja immer noch keine Power Spells. Mir scheint es so, setzt eine Backrow und ein Monster und kann dann auch wieder nur an mich abgeben und ich betrete meinen Zug mit 7 Handkarten und 2 Facer. Und deswegen liebe ich Chaos Relinquished Dwarf. Man hat so viele Karten in diesem Deck. Denn ich kann nochmal schön easy plus 1 machen, nochmal hier meinen Manju und der holt mir direkt auch noch mein Relinquished aus dem Deck auf die Hand. Mal schauen, ob ich jetzt irgendwie das Set Monster handeln kann. Das wäre natürlich super, denn dann würde ich Tizian gar keine Chance geben, hier in irgendeiner Form reinzukommen. Aber nein, ich greife einfach mit dem Manju an. Und sehen wir jetzt den 2? Ja, jetzt sehen wir den 2. Ich kriege 600 Schaden und Tizian macht hier plus 1. Das 2 ist jetzt nicht das größte Problem für Chaos Relinquished, aber er kann schon ein bisschen nerven. 2000 Defer hält auf jeden Fall schon mal die Use fern, davon ein bisschen ja, die Lebenspunkte des Gegners zu dezimieren. Und bringt Tizian hier erstmal Zeit. Und Zeit scheint er zu brauchen. Denn er hat zwar viele Ressourcen, aber nicht viele aktive Plays. Daher gut für ihn, dass ich nichts hatte, um das Setmonster zu outen. Beziehungsweise, dass ich mich dazu entschieden habe, das Setmonster nicht zu outen.
Ich setze noch eine Backrow. Wenn Tizan jetzt den Pro-Storm flippt, würde mich das natürlich sehr, sehr hart punishen. Also wollen wir mal gucken. Aber das war auch wieder, ich musste ansetzen, sonst hätte ich wieder eine Karte abwerfen müssen. Und wir sehen, die Setkarte bei Tizan war nur ein Jar of Greed. Bringt aber wieder einen weiteren Draw für ihn. Und jetzt ist die Frage, kann er davon profitieren? Kann er jetzt hier einen aktiven Play machen, der mir ein wenig wehtut? Er dreht die beiden Spice und Angriffs einfach ein bisschen seltsam, dennoch hat er ja nichts Starkes. Aber wir sehen Banish Light, Banish Stark. Für den Chaos Sorcerer ist natürlich ein starker Play, der einen Punish hat und den habe ich face down. Das ist der TT. Unlucky für Tizian. War ein bisschen greedy, da reinzuspielen, aber es war eben der einzige Hard Punish, den ich haben konnte und den hatte ich in dem Moment. Das war natürlich sehr, sehr bitter. Er verliert seine Spice und seinen Chaos Sorcerer. Setzt eine Face Down. Möchte an mich abgeben. Und ich habe den Wing Blast. Der erlaubt es mir, eine Serpent abzuwerfen und Tizian nochmal mehr zu verlangsamen. Ich spiele in dem Bild zwei Breaks und einen Wing Blast. Und der Wing Blast hat hier richtig gut Work gemacht. Meine Serpent kommt natürlich sofort wieder auf die Hand. Und Tizian zieht jetzt keine lebendige Karte. Und ich habe den Kaiku auch noch. Das tut jetzt richtig weh. Also viel besser kann es nicht laufen. Der Kaiku nimmt jetzt hier zwei Darks aus Tizians Grave. Er hat zwar nur einen Light, aber er hat die Thunderlings auf der Hand, die er jetzt abwerfen kann. Dann nehme ich ihm lieber die beiden Flips raus. Ich habe ja gesehen, dass er Night of Silence spielt. Und dann gebe ich ihm keine Möglichkeit, hier mit dem Discarded Night of Silence irgendwie die Spice zu recyceln. Und ja, Tizian sieht zum Kaiku gegenüber. Und ich habe auch noch einen Dust Shoot. Langsam wird es ein bisschen lächerlich. Und jetzt sehen wir die Hand bei Tizian. Doppel Thunderdrag, Doppel Magician, Nobleman und Ring. Und die Hand macht mal gar nichts in dem Szenario, denn ja, Nobleman ist tot. Ist generell eine tote Karte gegen mich. Kleiner Fehler von Tizian, dass er die drin gelassen hat. Und ja, er hat keine Spell im Grave für seine Moffs und die Thunderlings logischerweise. Ja, keine Chance, irgendwas zu tun. Die einzige lebendige Karte ist der Ring. Ja, da natürlich die Kombination aus TT, Wingblast mit Serpent, Kaiko und Dust tut viel zu gut. Und jetzt bin ich in einer Position, wo ich gefühlt kaum noch verlieren kann. Aber es ist Goat. Wir haben schon Seltsameres gesehen. Daher immer noch kurz hier rüberspielen. So, Tizian setzt jetzt hier eine Karte. Sehr, sehr interessant. Setzt den Magician. Und jetzt überlegt er, ob er noch was runtersetzt. Und das war für mich dann klar, okay, die erste Karte muss der Ring sein. Er hat überlegt, ob er den Lock noch daneben setzt. Und daher ziele ich hier ganz bewusst auf die erste Karte. Tizian ärgert sich da auch, dass er die beiden nicht zusammengesetzt hat. Das war ein klarer Lifetail. Sowas hat man online eher selten. Aber man hat es ihm angesehen. Er setzt halt den Ring, klar, ich setze den Ring runter. Hat dann überlegt, ja, setze ich noch den Lock als Bluff daneben. Und dadurch war offensichtlich, wo der Ring liegt und ich konnte ihn in der Endphase snipen. Jetzt weiß ich, da liegt Magician und Nock, also nichts, worüber ich mir Sorgen machen muss. Ich habe noch einen weiteren Manju, der bringt mir jetzt hier auch noch die Ritualzauberkarte. Die brauche ich aber nicht aktivieren, denn ich weiß ja, der Magician hat eh kein Target und die Backrow macht eh nichts. Also einfach Angriff mit Magician, Angriff mit Kaiko. Sind nur noch zwei Monster im Grave von Tizian, die kann ich einfach beide rausnehmen. Und ja, Tizian steht bei 4400 Lebenspunkten und hat einen Nobleman verdeckt und zwei Thunderdrang in der Hand und das war's. So, das ist, was will er hier tun? Das ist eine unfassbar dominante Position für mich. Tizian zieht hier in eine frische Karte. Die muss jetzt hier die beste Karte der Welt sein, damit sie irgendwas... Und wir sehen tatsächlich hier am Rand, kleiner Spoiler, was es ist. Es ist nämlich ein Heavy Storm. Und der macht in dem Spot absolut gar nichts. Das Beste, was er damit machen kann, macht er auch. Er setzt ihn nämlich als Bluff runter. Um ja, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Respekt vor TT Mirrorforce. Aber es gibt ja keinen Grund für mich, nicht einfach anzugreifen. Ich habe so viele Ressourcen in der Hand. Greife einfach mit Manju an. Tizian fällt auf 3000. Und der Kaiko greift nochmal an, damit fällt Tizian auf 1200 Lebenspunkte. Hat keine einzige Karte, die lebendig ist und muss jetzt hier definitiv was ziehen, was ihm was bringt. So, ich gehe in meine Endphase und werfe jetzt hier sogar noch eine Serpent für Handkartenlimit ab, weil ich einfach immer noch 6 Karten in der Hand habe danach. Wahnsinn, damit seht ihr, wie weit ich im Vorteil bin und wie gut sich das Deck spielt, wenn man eben gut zieht. Und das ist eine Demonstration von der Stärke von Chaos Relinquished. So, Tizian hat jetzt hier, wie gesagt, noch ein Top-Deck gehabt. Die Frage ist, ist es etwas, was ihm jetzt hier hilft? Es ist nur ein Set-Monster. Er gibt ab. Wir wissen ja, ich habe Relinquished plus die Spell in der Hand. Und ich glaube, ich vergesse hier sogar meine Serpent. Ich vergesse hier meine Serpent. Ich war ja zu... Ja. Ich war nicht mehr so ganz konzentriert, weil ich so... Ah, nee. Ich erinnere mich dran. Okay, ich dachte, ich hätte sie vergessen, aber nein. Ich war noch nicht ganz im Byface. Jetzt kann ich die Serpent hier nutzen für das Ritual. Kann das Monster einsaugen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es keine Mirrorforce Face Down ist. TT wäre jetzt gekommen. Kommt aber nicht. Die Zone ist auf 1200 Lebenspunkte. Angriff Manju. Und das war's. Damit gewinne ich. 2-0 gegen Tizian, wir sehen auch das Setmonster von ihm, das war ein Sangan. Und ja, was will er da machen? Gen 2 war einfach nur pure, pure Dominanz von meinem Deck, da habe ich einen sehr guten Draw gehabt. Und Game 1 war ein bisschen enger, da hat Tizian eigentlich immer den Kartenvorteil, aber hat leider nie das Dark Engrave bekommen. Ich habe mich ganz gut rausgetoppt-deckt gerade am Ende. Und somit gewinne ich die erste Runde in Reken mit 1-0 und gehe damit undefeated weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr freut euch auf das Match der zweiten Runde.